Und nicht nur beim Virginia gibt es News bei Einhorn, zum Glück gibt es auch noch einen neuen Dark Blend, und zwar den Coconut Shake. Das war eine Sorte, die ich schon als Prototyp testen konnte, und da habe ich schon zum Prototyp direkt gesagt, der ist für mich fertig, der ist ready. Das heißt, wenn sich da nicht großartig was verändert hat, dann weiß ich schon, dass der mir taugt. Ich bin trotzdem gespannt, den jetzt nochmal in der finalen Version zu rauchen. Und ich bin sau happy. Normal sollte der erst im Januar kommen. Und ich bin richtig happy, dass der vorgezogen wurde. Weil, warum auch immer, ich rauche gerade gerne cremig. Ich weiß nicht, ob es die Jahreszeit ist. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach so ein Mensch bin, der cremigen Tabak mag. Aber im Moment rauche ich actually gerne cremig. Und deswegen passt der mir richtig gut rein. Und das passt auch richtig gut in die Jahreszeit. Weil der Coconut Shake ist ein Kokosnuss-Milchshake, aber für mich, ach, ich nehme so viel vorweg, wir bauen erstmal ein Köpfchen. Nochmal zur Erinnerung, 25 Gramm für 4,99 €, in dem Virginia sind ja 20 Gramm für 3 Euro. So sieht Schnitt und Feuchtigkeit aus, da hat sich meiner Meinung nach, ach Digga, dieser Geruch, der einem hier direkt entgegenkommt, ne? Früher wäre ich schon jetzt schreiend weggerannt, ne? Aber irgendwie finde ich es mittlerweile geil. Maybe ist es das Alter, maybe ist es die Jahreszeit. Ich mag auf einmal cremigen Tabak. Und das Witzigste ist, ich mag ja fruchtigen Tabak deswegen nicht weniger, ne? Ich mag jetzt einfach beides. Ich kann jetzt einfach alles rauchen. Ne, also Schnitt und Feuchtigkeit sieht gut aus. Da kann man sich nicht beschweren. Absolut keine Ästchen. Relativ feiner Schnitt, sodass sich das auch in so einem Low-Capacity-Kopf wie hier sehr angenehm bauen lässt. So, ja, wunderbar. Und dann haben wir 13,2 Gramm. Gehen wir noch einmal außen über den Rand und verteilen das Ganze noch, dass überall gleichmäßig viel Tabak liegt und nicht irgendwie an einer Stelle deutlich mehr wäre. Und fertig. 13,2 Gramm im Lowload. So, Köpfchen läuft jetzt gute 20, 30 Minuten, würde ich sagen. Coconut Shake ist an. Ich zeige euch erstmal die Rauchentwicklung. Also wunderbar. Läuft butterweich. Butterweich. Nochmal zur Erinnerung. Einho für einen Dark Blend. Für mich persönlich eher so ein mittleres Ding, was die Stärke angeht, also eher in dem sehr smooth laufenden und von der Nikotinstärke eher so eine 4 von 10, würde ich sagen. Läuft sehr, sehr angenehm, aber ballert einen jetzt nicht geisteskrank weg. Also recht angenehm, ne? Geschmacklich. Der Name Coconut Shake würde ja erstmal vermuten lassen, dass wir hier einfach einen Kokosnuss-Milchshake-artigen Tabak haben, was dann relativ nah an dem Coco Dream von Must Age dran wäre. Aber ich finde, vom Geschmack ist es tatsächlich nochmal ein bisschen anders, weil der Coconut Shake von Aino irgendwie mehr von so einer Schokonote mit dabei hat. Und das macht den Tabak für mich eher zu einem Bounty-Tabak. Das heißt, wer wirklich einen Kokosnuss-Milchshake haben will, ist, glaube ich, mit dem Must-Have besser bedient. Wer das aber mit so einer leichten Schokonote noch geil findet, ist mit dem Aino geil bedient. Ich mag beide sehr gerne, und weil die doch unterschiedlich sind, obwohl sie erstmal dasselbe vermitteln, geil, und beide eine sehr geile Daseinsberechtigung für mich. Also ich finde den nice, aber ich hätte ihn actually einfach in Bounty umbenannt. Ich finde ihn geil, gute Kokosnussnote am Start, aber genauso stark eben auch so, nicht genauso stark, aber fast genauso stark, auch eine Schokonote am Start und noch so eine, so ein milchig, cremiger Unterton, der da dabei ist, ne? Also schon eine cremige Sorte, aber eben noch mit dieser Schokoladennote dabei, die ich erstmal nicht vermutet hätte, wenn man einfach nur den Namen Coconut Shake hört. Aber geiles Ding.